Mr. Mike. Jo, ist Mr. Mike. Veränderungen braucht das Land, sagt man doch immer so schön. Bei dieser neuen Veränderung bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Es geht um die Vier-Punkte-Linie, die bei den Philippinen eingeführt worden ist in der Profiliga dort. Ist jetzt auch schon gar nicht mehr so aktuell. Vor 2 Monaten schon ist sie eingeführt worden. Da haben sie auch schon die ersten Punkte damit gemacht. Die Vier-Punkte-Linie ist eine zweite Linie hinter der Drei-Punkte-Linie. Die Vier-Punkte-Linie ist 8,23 Meter entfernt. Die Drei-Punkte-Linie einen Meter circa näher dran auf 7,23 Meter. Was das Ganze bringen soll, wirkliche Begründung habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Ich finde es ein bisschen skurril. Ich weiß auch nicht, wie das noch weitergehen soll. Ich meine, ob das in der NBA ankommen wird, da wurde auch schon mal so ein bisschen gemunkelt, aber es sind eher so Gerüchte, auf die man, glaube ich, nicht viel Wert legen sollte. Obwohl mittlerweile sind halt die Profis auch schon so gut im Drei-Punkte-Werfen, dass es für sie wahrscheinlich von 7 Meter viel zu leicht geworden ist. Wenn man da so an jemanden denkt wie Stephen Curry, der ballert dir die Dreier von der Mittellinie, ich meine. Ja, aber muss man da mithalten? Muss man das Spiel so krass verändern? Ich meine, auch wenn man auf die Stats dann eingeht und dann rückwirkend zurück in die Vergangenheit guckt, zu den 80er, 90er Jahren, wo da schon Leute Rekorde aufgestellt haben, die man halt nicht mehr brechen kann oder brechen kann, die sind dann doch nicht mehr zum Brechen, weil die Regeln wurden geändert. Ne? Ich meine, mit einer 4-Punkte-Linie ist es doch total unfair. Ich meine, damals Michael Jordan noch auf dem College gespielt hat, da gab es noch überhaupt keine 3-Punkte-Linie auf dem College. In der NBA auch. Wann war das? In welchem Jahr? Aber ja, die Welt verändert sich einfach. Ich weiß nicht, ob es gut ist beim Basketball. Habt ihr mein Video gesehen über die Regeln in Nordkorea? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ein Slam Dunk zählt dort 8 Punkte. Aber Nordkorea ist natürlich ein ganz anderes Level. Schaut euch gerne das Video an, ist hoffentlich hier irgendwo verlinkt, ist auch sehr informativ. Aber da die meisten es überhaupt nicht wissen, was in Nordkorea abgeht, schließt ja nur auch da wieder darauf aus, dass es uns einfach nicht interessiert. Ne? Weil ich meine, NBA ist einfach die Nummer 1 Liga. Was die Liga macht, ist ja fast Gesetz, kann man so sagen. Wenn die NBA damit anfangen würde, könnte man sich in der FIBA vielleicht auch mal Gedanken drüber machen. Aber so weit ist es zum Glück nicht. Ich brauche sie nicht. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig. Ich weiß den Mehrwert daraus nicht. Auch in der Liga von Ice Cube, die 3x3 Liga, kennt ihr die? Wo viele prominente und ehemalige NBA-Spieler spielen, gibt es ja 4-Punkte-Spots. Das sind wirklich Punkte. Du musst auf diesem Punkt stehen, weit hinter der Dreierlinie. Da ist dann markiert 4 Punkte. Wenn du von diesem Spot wirfst und triffst, bekommst du 4 Punkte. Das finde ich schon so ein bisschen, ach, muss das denn wirklich sein, so mit verschiedenen Positionen oder sowas? Einfach, also wenn wir so weit sind, ah, ich weiß nicht. Meins ist es nicht. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, wie seht ihr das Ganze. Ansonsten checkt gerne mal Nordkorea aus. Total skurril. Ich glaube, auch wenn es in die letzten 10 Sekunden eines Spiels geht, 10 Punkte, 10, 12 oder sonst so, total irre. Das kann sich gar kein Mensch merken. Also, aber Nordkorea, wie gesagt, ist was ganz was anderes. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike, Mr. Mike, Mike.